Das Wetter der Woche. Diesmal Schießbefehl, jetzt Schießbefehl und Mauern. Anders ist dieser Strom nicht aufzuhalten. Das war schon damals so, wo die DDR ausgeblutet und ausgehungert wurde. Da galt nur Schießbefehl und Mauern hoch. Und das gilt heute wieder. Wenn wir keine wollen von denen, nein, nicht die Sachsen, die sind ja schon da. Wenn wir keine wollen von denen, heißt es nur Schießbefehl. Das sagt auch Winfried Kretschmann, mein alter Freund aus alten Zeiten. Es sitzen ja noch Hunderttausende auf gepackten Koffern. Nehmen Sie die Palästinenser zum Beispiel. Nicht? Die haben keine Perspektive dort. In Israel nicht und in Palästina nicht, nicht. Und auch der Israeli als solcher würde jetzt, weil er es braucht, am liebsten Mauern bauen. Dort hat jeder Israeli die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und nicht nur eine, sondern viele. So ist das eben. Cuba Libre, die hauen auch ab. Es ist nichts mehr da. Die einzigen, auf die man sich hätte verlassen können, sind die Kölner, weil die natürlich einen gewissen Humor mitbringen aus den alten Zeiten. Einwanderer aus allen Herren Ländern. Aber der Kölner als solcher pfeift auf den Kölner Klüngel und er pfeift auch auf die Demokratie. Er geht einfach nicht zur Wahl, egal was passiert. Und wenn sie mit noch so langen Messern kämen, der Kölner geht nicht zur Wahl. Und das ist traurig. Trauriges Köln, trauriges Land.